Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich filme gerade mit der Osmo Pocket von DJI, und zwar mit der Osmo Pocket der ersten Generation. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern ich möchte heute die Osmo Pocket 2 mit euch auspacken. Auch wenn das Wetter übelst heiß ist und ich mich hier gerade im Schatten befinde und hier der Wind so leicht geht. Die Osmo Pocket 2 habe ich für mich gekauft, da ich auf meinem Zweitkanal alle Videos mit dieser hier gemacht habe, mit der Osmo Pocket der ersten Generation. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich anfangs dachte, ich habe mir diese Kamera hier umsonst geholt. Aber mittlerweile finde ich, ist es für mich die beste Vlog-Kamera, die es überhaupt gibt. Sie ist klein, handlich, die Bilder sind stabilisiert und man muss nicht jedes Mal eine riesen Kamera rumschleppen. Und das finde ich schon echt toll. So, da liegt das gute Stück. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal die Kamera und packen die Osmo Pocket der zweiten Generation aus. Also dann, auf geht's. So, hier liegt das gute Stück. Eine DJI Pocket 2 und das ist hier die Combo-Version. Da habe ich echt lange überlegt, ob ich so viel Geld hier ausgeben will. Das sind fast 500 Euro, aber im Endeffekt habe ich mich jetzt doch dazu entschieden. Wir haben hier nämlich noch so ein paar extra Sachen mit dabei, wie zum Beispiel ein Weitwinkelobjektiv, also ein Aufsatz dafür, ein Controller. Wir haben hier ein Wireless Mikrofon, da bin ich schon sehr gespannt, wie das funktioniert. Ein kleiner Tripod, also ein kleines Stativ. Ich denke mal, wir öffnen jetzt einfach die Verpackung und dann schauen wir uns mal genauer an, was sich da drin befindet. So. Okay, wir haben jetzt hier ein kleines Kästchen. Mal schauen, was wir hier drin haben. Das sieht aus wie ein Windpuschel. Dann haben wir hier das Weitwinkelobjektiv, den Aufsatz. Dann den Controller. Zwei Adapter für das Smartphone, einmal USB Typ C und einmal Lightning, eine Trageschlaufe und nochmal ein USB-Ladekabel, und zwar Twin, einmal für die Stromversorgung und Datenübertragung mit ganz normal USB auf USB Typ C. Das war's, mehr ist hier nicht drinne. Lesestoff darf natürlich auch nicht fehlen. Mit DJI-Sticker habe ich ja noch gar nicht gesehen. Und zu guter Letzt haben wir dann hier noch eine Kappe mit einem Gewinde für ein Stativ. Dann hier das Funkmikrofon nehme ich jetzt mal ganz stark an. Wir gucken da gleich nochmal. Und hier eine Verlängerung, um die Osmo Pocket 2 besser halten zu können. Und zu guter Letzt der Tripod oder der Ständer macht sehr hochwertigen Eindruck, ist aus Metall und nicht aus Plastik. Respekt. Kommen wir jetzt aber mal dazu. So, okay, das sieht schon mal ein bisschen anders aus. Das Case ist ein bisschen größer als wie von der Osmo Pocket der ersten Generation. Ich krieg mal das jetzt hier raus. Boah, das geht aber schwer. Aber von den Abmessungen her hier
geben die sich nicht viel. Doch ein paar Millimeter ist die größer hier, die Osmo Pocket 2. Ansonsten ein großer Unterschied. Hier auf der Seite haben wir noch einen Powerknopf, den haben wir hier nicht. Jetzt ziehen wir mal die Folie ab. So, ist auch eine Folie. Jetzt gucken wir mal mit dem ganzen Zubehör hier. Das ist also die Verlängerung. Okay, wir müssen jetzt hier das hier öffnen. Wie immer das geht. Oh, es geht aber schwer. Okay. Und? Ja, da hat man echt einen guten Griff jetzt. Finde ich optimal. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Das wäre das Funkmikrofon hier. Mit dem hier, mit diesem Aufsatz hier. Genau, das ist hier ein Windaufsatz. Das ist das reine Funkmikrofon. Und da kann man den Windaufsatz hier drauf knippen. Nice, bin ich mal gespannt. Und was haben wir noch? Dann diesen Gewindeadapter, der hier unten übrigens bei den großen auch dabei ist. Ich würde mal sagen, wir versuchen mal die Osmo Pocket 2 zu starten. Wir drücken also jetzt mal Power. Okay. Richten wir das mal ein. Wir brauchen Deutsch. Könnt ihr das sehen? Ich glaube eher nicht. Gerät nicht aktiviert. Bitte mit DJI Mino verbinden. Gut, dafür brauchen wir natürlich das Smartphone. Also ich bin mir nicht sicher, ob ihr das jetzt hier seht. Aber ich habe hier die DJI Mio App ja schon drauf. Und wir müssen jetzt ja die Osmo Pocket jetzt hier mit dem Smartphone verbinden. Wir nehmen jetzt hier diesen Adapter USB Typ C. Klippen das jetzt hier dran. Achso, einschalten. Okay. So, ja, akzeptieren, tralala, ja, weiter und aktivieren. Wir melden uns an. Ich bin ja schon angemeldet da und werde das jetzt mal machen. So, jetzt kommen hier die ganzen Hinweise hier, bla bla bla, wie was funktioniert. Nicht schlecht, ist jetzt hier alles auf der Seite, normalerweise müssen wir so machen. Okay, fertig. Wir haben dann auch gleich ein Firmware-Update. Das ziehen wir jetzt mal runter. Das Firmware-Update werden wir später machen. Da, wie ihr seht, der Akku fast leer ist hier. So, während jetzt die Osmo Pocket lädt, habe ich meinen Standort gewechselt. Ich bin mal reingegangen, damit ihr auch mal was auf dem Display der Osmo Pocket seht. Wir gehen mal ganz kurz durch Menü. Wir streichen jetzt von oben nach unten und kommen dann zu den Einstellungen. Wir tippen einmal drauf. Vollbild haben wir aus, Vollbild an, dazu gehen wir noch mal kurz raus hier. Das ist jetzt also, wenn ich das sagen darf, das weitwinkligere Bild. Wir gehen jetzt noch mal hier drauf, machen das aus und jetzt sind wir näher dran. Jetzt ist der Bildausschnitt kleiner und man ist näher dran. Wir wechseln, oh halt, Moment, da gehen wir später hin. Wir wechseln das wieder, dann haben wir hier den Speicher, eine Karte können wir formatieren, ich habe eh noch nichts drauf, ja, mach mal, okay. Zubehör haben wir hier, hier gehen wir zurück, oh halt, in die Einstellung, wir haben hier noch eins, da können wir jetzt das Objektiv der Osmo Pocket oder die Kamera auf dem Gimbal kalibrieren. Und fertig, okay. Dann können wir hier Anti-Flimmer 50 und 60 Hertz einstellen. Tastentöne an, aus. Was haben wir jetzt hier bei mehr? Sprache zurücksetzen, Geräteinfo, okay. Dann haben wir hier noch Einstellungen. Das ist nochmal für dieses Unterwassergehäuse hier. Achso, das ist für die Schieberiegel, damit man den dann auf
zunehmen kann oder auf neigen. Die Einstellung war mal schon. Ach, hier können wir dann noch schöne Effekte zaubern. Klammereffekt an, aus, okay. Die Qualität, Batterie sparen, okay. Dann haben wir hier den Pro-Modus und dann die Einstellung für das Mikrofon. Und das war's gewesen. Gehen wir jetzt von rechts nach links, kommen wir dann hier zu Videos. Da kann man, wie bei der alten Osmo Pocket, auch nochmal von rechts nach links wischen. Und da hat man dann die ganzen Einstellungen hier, ne? 30, 48, 50 bis 60. Wir haben dann die Fotos, Panorama. Wie gesagt, wenn man dann wieder von rechts nach links, gibt es dann immer noch andere Optionen. Zeitraffer und Zeitlupe. Wir wischen jetzt von links nach rechts. Und da kommen wir dann zu den Dateien, die dann hier schon drauf sind. Wir können jetzt noch von unten nach oben wischen. Dann können wir hier nochmal neu zentrieren. Dann in den Selfie-Modus gehen. Dies erreicht man auch, wenn man den unteren Knopf dreimal drückt. 1, 2, 3. Einmal drücken, dann halt, ne? Foto. Nochmal drücken, Video. Dann die ganzen Bewegungsmodis des Gimbals. Folgen. Gesperrter. FPV-Modus. Und Gimbalsperre. Hier ist die Empfindlichkeit des Gimbals. Wir sind jetzt langsames Folgen, schnelles Folgen. Soweit jetzt zu dieser Funktion. Und soweit ich sehen kann, hat es ein paar Funktionen mehr als wie die alte Osmo Pocket. Aber ansonsten relativ gleich. Touch funktioniert wunderbar, gefällt mir. Und ja, wo man sich dran gewöhnen muss, ist jetzt hier, dass der Powerknopf an der Seite ist. So, ich habe jetzt mal den Steuerknüppel dran. Okay, was haben wir jetzt hier? Steuerknüppel. Der bewegt jetzt den Gimbal. Ich glaube nicht, dass ihr groß was erkennen könnt jetzt hier am Bild. Was können wir jetzt hier? Die Modis für den Gimbal. Können wir mal in die Einstellung das jetzt ändern. Und gehen auf Zoom. Okay. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja. Jetzt können wir Zoom und zwar bis zu 4-mal. Okay. Was mich jetzt noch interessiert, ist das Weitwinkelobjektiv, was magnetisch dann an den Objektiv da angeheftet wird. Und zwar so rum. Halt. Ist natürlich dreckig, war ja klar. Also magnetisch. Zack. Und ich werde jetzt hier mal eine Testaufnahme mit der Osmo Pocket 2 machen. Einmal ohne den Weitwinkelobjektiv und einmal mit. Das ist eine Aufnahme jetzt ohne den Weitwinkelobjektiv, also ohne den Aufsatz. Und so schaut's aus. Wir merken uns das jetzt. Und jetzt mit dem Aufsatz. Okay. Und wieder ab. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das wirklich was gebracht hat. Also wenn, dann nicht ganz so viel. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass bei der Osmo Pocket der zweiten Generation eine 64 Megapixel Kamera verbaut worden ist, während bei der Osmo Pocket der ersten Generation nur 12 Megapixel waren. Und die Blendengröße hat sich auch verändert. Während das hier bei der Osmo Pocket der ersten Generation 2.0 waren, ist es jetzt bei der neuen Osmo Pocket 1.7. Das heißt, die lässt ein bisschen mehr Licht mit durch. Wie sich das im Endeffekt
ja, sagen wir jetzt mal, bei schlechteren Lichtverhältnissen auswirkt, werden wir sehen. Ich teste das auf alle Fälle. Verbaut haben wir hier im Übrigen einen Akku mit 875 mAh. Bin mal gespannt, ja, wie lange das dauert, um den Akku leer zu saugen. Ich gehe mal stark davon aus, es hängt auch davon ab, in was für eine Qualität man filmt und natürlich, ob man jetzt in 4K oder in Full HD filmt. Das wird wahrscheinlich auch einen Unterschied machen. Und ansonsten bin ich schon echt gespannt, wie sich die neue Osmo Pocket hier schlagen wird. Ich freue mich schon zu filmen damit. Ich werde jetzt also komplett durchtesten. Alles mögliche. Zeitraffer, Zeitlupe. Und wenn ich dies gemacht habe, werde ich noch ein Video zur Osmo Pocket hier auf meinen Kanal bringen. Und ja, dann erzähle ich euch meine Erfahrungen. Zeige natürlich auch Bildmaterial, die ich mit dieser Cam hier gemacht habe. Und vielleicht vergleichen wir dann auch nochmal Aufnahmen mit der Osmo Pocket der ersten Generation. Ich denke aber, jetzt soll es das hier gewesen sein mit diesem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise es informativ war, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Und ich sage erstmal, Leute, macht's gut. Und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao.